Hey und willkommen zu einem weiteren Projekt und zwar zu Portal Stories Mel. Spiel laden. Man kann nichts mehr, nicht mal was auswählen. Okay. The future of tomorrow starts today. Stabil. Please keep your legs inside the elevator. Nee. Sind es die Schächte, wo wir drin sind? Weil dann bin ich gerade in Schacht 1. Ja, komm. Schacht 1 und minus 1 und 0 sei kaputt. Das ist die Oberfläche anscheinend. Jo. So. As I said on the last pre-recorded message, you'll be heading into an Aperture Science Innovator's short-term relaxation vault for a quick deep sleep, and then you're done. That's why we brought you here at night. You're most likely a walking zombie. That'll give us the best results. But just remember, don't sleep too long. This isn't a bed and breakfast. And if you decide to stay the night, I'm charging you rent for the next year. We'll have a bed ready for you. Just follow the testing area's signs and go to bed. Don't mind the turrets. They're firing blanks. At least that's what Crazy Harry told me. Okay, Junge. Aperture Science Innovators. Ja. Erstmal umgucken. Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Ich glaube, ich habe eher nicht. Ich weiß nicht, wieso man hier hingucken will, aber gut. Aber das sieht... Das sieht nice aus, ganz... Oh, sieht nice aus. Okay. Wo muss ich hin? Oh, wer ist das? Cave Johnson? Cave Johnson, moin. Gibt es das Bild auch im normalen Portal? Test Subject Waiting Area. Kann ich jetzt wohin, wo ich will? Toilets? Ich kann dahin, wo ich will anscheinend. Aber hier bringt es mir gar nichts. Scheint aber auch schon verlassen zu sein. Out of service. Ja, so sieht's auch aus. Da ist zwei. Ist es, vielleicht ist es nochmal. Testen die anscheinend Gel oder sowas. Hier geht's hoch. Ganz klasse. Ich weiß, ihr wollt das Spiel sehen oder wie es anfängt. Moin. Okay. Kann ich nichts machen. Kann ich auch nichts machen. Okay. Ja, ich glaube, das war's dann hier. Okay. There is an invisible wall. Hui. Hui. Okay. Don't worry, those toys won't kill you. Safety on their guns is on. Had some lab boys shut them down. Crazy Harry lied to me. Was sind das für Turrets? Mein Junge, du stehst falsch rum. Darf man dir helfen? Nee, okay. Muss ich da rein? Will ich da rein? Junge, du denkst ja, das ist ein riesiges Ding. Nö. Ein kleines. Okay, ich glaube, ich muss in den Container. If you're hearing this message, you're at the sleeping chamber. Carolyn? Yes, sir, Mr. Johnson. Then you're good to go. Step into the chamber. Boah, das ist mich gerade erschrocken. Our lab boys will take care of the rest. Boah.
Good night. Jo. Mit Nagellack. Is this thing on? Hello? Hello? Can you hear me? Oh, right, you can't answer. I'm so sorry, astronaut, Olympian, or war hero. There was a slight problem with the test. Don't worry though, we got shot okay. Nothing's different, nothing's changed. Just head out of the chamber, I'll tell you a bit more out there. Oha. Moin. Don't worry about the height. Had a few of my scientists make what's called aperture science innovators, long fall boots. That was easier to think of than I thought. Ich hab das Gefühl, während ich hier hochtransportiert wurde, ist irgendwas schief gelaufen. Okay, Junge. Docking Station 003. Krass, ich bin auf dem Gelände gelandet. Hier ist was nicht richtig. Schießt du? Ich glaube nicht. Don't worry, it's not hazardous. I've had the scientists leave you a new device to help you. Yeah, that's right. A new device? There's an open door nearby. Should take you out of the building. You'll need that new test to move around. But don't worry though, we built the building like this. Don't worry about that. It's just a new drilling test we're doing down below. Yeah, to get the salt mines deeper, to get more testing spheres in. Yeah, that's it. Just ignore that. Irgendwie glaube ich denn nicht, bin jung. Also die Polgun sieht schon mal schief aus. Die Area hier auch. Und ich glaube nicht nur, dass ich da hochtransportiert wurde und dann was schief gelaufen ist, sondern ich meine, Hyperschlaf, ja, das ist ein bisschen sehr lang. Aber dass die so lange brauchen, mich, oder obwohl, vielleicht bin ich doch durchgefallen. Oder weggefallen, weil es ich mich nicht mehr tragen konnte. Dieses Bild kenne ich auch aus Portal 2. Jetzt hier rausjumpen. Und dann, da geht's nicht. Was die Animation ist, Don't mind all this too. We nice. Just had earthquakes. Lots of earthquakes. Yeah. Deswegen kann ich da nicht lang. Und die ist jetzt geblockt. Okay. Aber jetzt kann ich hier lang. Also die Tür, die stand bei mir nicht mal. Ah doch, die stand. Aber die da nicht. Nee, die stand nicht. Mann, bin ich dumm. Moin. Jetzt bin ich hier. Okay, ich habe das Gefühl, ich muss doch hier runter. These earthquakes even shook up time a bit. Some stuff from the future got here. Yeah, that's how it's here. Don't worry, it's still 1952. Adlai Stevenson is still president. Alright, so, the earthquakes. Kind of did some redecorating in here. Destroy the door too. You'll have to find another way out. Boah, das Ding mich gerade erschrocken. I have to find another way out. Hm.
Moin. Also da ist eine... something you can use to launch yourself over the door. There has to be another way out. Wait, ist hier ein Knopf? Oh, moin. Ganz kurze Frage. Was soll ich damit anstellen? Soll ich mich jetzt wirklich selber da rauslaunchen? Durchs Fenster? Ich glaube nicht hier. Ja, auch ein bisschen ungünstig. Vielleicht. Moin. Vielleicht so. Nee. Da ist halt wieder was im Weg. Ist da was im Weg? Vielleicht noch ein bisschen tiefer. Nee. Ich mach doch eh nur wieder Müll, ey. Ich muss doch safe was ganz anderes machen. Moin, da geht's raus. Na, wieder bin ich, aka Mel. Was ein Zufall, dass hier so eine Plattform ist. Ist blau. Ey, was? I know, things might look different than what you're used to. But while you were spending that little time sleeping, we had some aperture science nanomachines come in and build all this stuff. Yeah, yeah, that's it. They're quick little guys. Faster than any science guy I got. Dicker, du bist dumm, ich schmerk's doch. Und da steht sogar Donut Enter, das war ich nicht da. Und das sah mehr schwarz-weiß aus. Beyond that door is one of the new testing tracks. Totally, completely new. Get through it and head to the first testing sphere. I'll let you know more there. Totally, completely new. Mhm. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, some guy decided that it would be a good idea to make one. Oh. Oops. Okay, Junge, okay. Now, I just want to make sure you know something before you go any further. We have these new inventions called emancipation grids in place to prevent objects from moving around to other tests. Now, if you turn the power off, you can easily turn it back on. That switch isn't like the rest of them. The others trip a circuit breaker that causes an entire part of the facility's power grid to blow up. So, remember, the one in here is good. All others, bad. Remember, you can always turn the power on or off again. Okay, ich mach's aus. Habe ich jetzt ausgemacht oder an? Alles klar, Digga. Komischer Sound, mag ich natürlich. Ey, das geht safe, wenn ich jetzt hier ausgemacht habe. Oder auch nicht. Aber so ein heftiges rotes Licht funktioniert oder was? I think these switches were designed for two people. Maybe your new test can help. Die hier? Oder was für Switches? Ah, die. Ja, ups. Was kann mir helfen? Ich blick's gerade nicht. Was bist du hier? Keine Ahnung. Was ist das? Okay. Was soll ich machen? Muss ich jetzt erst den Strom wieder anmachen?
Hier gibt's doch bestimmt irgendeine Fläche, wo ich ein Portal setzen kann, oder? Ja, da vorne. Kann ich da hin? Ja, da kann ich hin. Okay. Stabil. Aber dich kenne ich auch, Minion. Ich frage mich, ob es so eine Riesentür wirklich in Real Life irgendwann mal geben wird. Nur ein so ein Ding, so ein fettes Teil hochhebt, was 500 Tonnen schwer ist. Moin. Wie komme ich da jetzt runter? Okay. Ah, Grütze. Danger. Danger. Okay, der Weg, der ist schon mal impossible. Auf den Rohren entlang. Vielleicht. Natürlich muss ich da machen, weil ich kann ja nicht hoch genug springen. No horseplay. Okay, das Ding tötet mich nicht. Zumindest kann ich jetzt... Zumindest kann ich jetzt sicher sein, dass... Oh, Gottes Willen! Oh, that's meant to happen. Just to test your, reflexes. You know, after your short sleep. Das war jetzt, glaube ich, etwas laut auch, aber... Junge, du... Nee. Wäre nichts sagen, aber ich glaube, hier fehlt was. Soll ich da hinspringen? Oh, soll ich wirklich? Das sind Test-Chambers aus Portal 2. Brech mir hier nicht auch noch zusammen. Das sind Elevators aus Portal 2. Oh. Oh, erstmal blind, Alter. Hold on. Fifth testing track, yes, fifth. You'll need a portal device to get through. Sorry, I meant a portable quantum tunneling device. Look, it's in your hands right now. The scientists did their job. You'll do fine. Wenn ich sagen, ne, aber Monsieur, halt dein Maul. Soll ich damit irgendwas machen? Soll ich damit... hallo? Hallo? Ich kann hochspringen. Hör mal auf. Gut, ich hätte doch einfach durchlaufen können. Wieso habe ich das Gefühl, dass es reichen würde, ist aber nicht tot. Und wie kommt man hier wieder weg? Okay. Ah, moin. Nur für eine bestimmte Zeit. Ja, aber wie soll ich da jetzt da hinkommen? Also die Dinger töten mich. Ah.
aber wie? Warte mal, ich kann ja das nochmal probieren. Ja. Das bleibt doch nicht. Oder es scheint doch zu bleiben. Okay. Ja, toll, aber ich brauche den Cube irgendwie. Also ich muss ja anscheinend hier rausfallen, um es... wait. Ja. Nee. Fällt jetzt erst auf, dass dieser... Das bei der Portal Gun... dass da so eine Büroklammer klebt. Da klebt unten so eine Büroklammer. Wie komme ich da hin? Ah, hier kriege ich Gel. Also so kriege ich Gel hier hin. Ach nee, nee, was? Wie soll ich denn das jetzt wieder anstellen? Ah. Überall bitte. Überall. Sollte reichen. Genau. Ja, stopp. Hier ist jetzt nicht Leertaste, man hört auf zu springen oder Shift. Oder Scroll. Okay, dumm. Nein, ich wollte. Man sieht sogar bei der Büroklammer. Nein, 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 nein. Die ist so gelb. Einmal so. Dann ich werde nicht so viel Speed haben. Einmal so und so. Was? So, dann springe ich halt mit Cube da durch. Wenn's das Spiel unbedingt so will. Aperture Science Innovators. Ich habe das Gefühl, die Rätsel werden genauso beschissen wie in Portal Reloaded. Says it's harmful to humans. I mean, not harmful to humans. You'll be okay. Perfectly fine. Nothing to worry about. Oh, and don't worry about the boxes. We got a ton backstocked ready for this kind of thing. Thrown at the wall, destroyed, rinse and repeat. Useless little things. Made them in an hour. Eigentlich wollte ich das Video nicht so lang machen, aber es geht auch schon wieder. Paar Minuten. 20. Wie soll ich dich jetzt wieder anstellen? So machen. Dann so. Jetzt habe ich zwei. Wie komme ich... aber wie komme ich jetzt trotzdem da hoch?
Ah, I know, I know, I know, I know, I know. Das ist ja der Cube davon. Eigentlich scheißegal, welchen ich nehme. Ich muss es schaffen, den Button zu drücken. Bei dem Feld ist ja da durch. Ich muss jetzt schön clean. Also ich muss den Button drücken, dann fällt es da durch. Während das da durchfällt, muss ich auf dem Ding stehen. Dann brauche ich den Cube hier oben. Also, wait. Einfach. That means that high toxicity lead didn't get in the air and, I mean, great job, astronauts, Olympian, or war hero. You really are a merit to science, or something like that. Just remember the Nuremberg Olympics. So, bevor jetzt der Text losgeht, möchte ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Portal Story Smell und in Test Chamber 2. Ich habe keine Ahnung, wie viele Test Chambers ich jetzt pro Dingzimmer machen werde, aber naja. Wir sehen uns. Ciao.